Wir sind der Krisenstab. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, eigenartigerweise werden wir das gar nicht gefragt. Es gibt aber durchaus Fragen, die einen nerven. Wie genervt seid ihr, wenn der 400. Mensch am Tag euch fragt, ob er Corona hat, weil er gerade gehustet hat? Das ist vorbei, interessanterweise. Diese Fragen gab es am Anfang. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass wir ein Volk von Virologen sind. Wenn er das nur fragt, ob er Corona hat, weil er gehustet hat, sind wir gar nicht genervt. Es ist mehr so, dass die Menschen sehr vehement einfordern, dass sie doch bitte getestet werden, weil sie der Meinung sind, es könnte doch trotzdem sein, dass sie krank sind, obwohl sie gerade gesund sind. Manchmal ist es ein bisschen anstrengend, weil doch der Kopf auch mitspielt und viele auch ein bisschen unnötig ängstlich sind, aber das ist unser Job und dafür sind wir da. Insofern ist es okay. Ihr seid inzwischen richtige Detektive, weil ihr jede Kontaktperson aufspürt. Richtig. Ja, jede Kontaktperson sicherlich nicht. Wir geben uns sehr, sehr große Mühe. Gar nicht so leicht, Kontakte noch wieder zu rekapitulieren und zu sagen, wo war ich da mit wem und wie lange war ich mit dem zusammen. Lustigerweise hat auch eine positiv Getestete ihren Kanarienvogel draufgeschrieben, weil es dem Jimmy auch nicht so gut ging. Wir müssen schnelle Detektive sein. Das ist eigentlich das Geheimnis. Mittlerweile ist es allerdings viel einfacher geworden, weil dieses Distancing, dieses Isolieren, was wir alle freiwillig machen, führt ja dazu, dass wir viel weniger Kontakte haben, als wir das früher hatten. Zum Detektiv sein gehört ja eigentlich noch ein bisschen mehr. Aber in Bezug auf Kontaktpersonen sind wir wirklich Detektive. Aber nicht erst seit heute oder seit Corona, sondern schon eine ganze Weile. Wir bearbeiten ja noch andere Ausbrüche und bei denen ist teilweise sogar noch mehr detektivisches Feingespür vonnöten. Zählt ihr eigentlich noch mit, wie viele Corona-Tests ihr jeden Tag macht oder anordnet? Müssen wir natürlich. Wir sind ja eine Behörde, so ein bisschen müssen wir ja auch so ein bisschen Behörde spielen. Also wir müssen nicht selbst zählen, wir lassen die Datenbank zählen. Das, was wir um das Testen herum machen, hat eine sehr hohe Bedeutung. Insofern ja, wir zählen mit und das ziemlich genau. Wir rechnen auch immer sehr gut mit, wie unsere positiven Rate ist, weil wir eben wissen wollen, wie hoch das Risiko inzwischen in der Bevölkerung geworden ist, positiv zu werden. Tatsächlich ist es so, dass die Städte mit ihren Gesundheitsämtern nur einen ganz, ganz kleinen Teil der Tests anordnen oder auch selber machen. Momentan sind es um die 200. 100, 150. Das macht uns im Moment auch in Deutschland so stark, dass wir nicht eine staatliche Stelle haben, die Tests anordnet oder macht, sondern ganz viele kleine Orte, wo das gemacht wird, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Und deshalb kriegen wir, anders als andere Länder, das auch hin, so viel darüber zu erfahren, wo eigentlich gerade Infizierte sind und wo nicht. Ja, wie reagieren Menschen, wenn sie in Quarantäne geschickt werden? Das ist ganz unterschiedlich. Natürlich ist das zunächst einmal ein barbarisch anmutender Akt, der Gesundheit dient. Ganz, ganz wenige meckern darüber. Das ist eine wirkliche Einschränkung des persönlichen Entscheidens. Wir sind ja letzten Endes alle schon relativ quarantänisiert. Anfangs war da noch ein bisschen Angst mit dem Spiel. Aber die Leute wissen jetzt mehr, sind besser informiert. Im Großen und Ganzen stoßen wir auf ziemlich viel Kooperation und insofern reagieren die meisten Menschen auch sehr verständnisvoll. Wie viel arbeitet ihr im Moment mehr als sonst? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, sehr viel. Morgens 6:30 bis abends 21 bis 22 Uhr. Naja, ich bin im öffentlichen Dienst. Ich würde mal sagen, fast das Dreifache. Die Leute, die jetzt hier im Gesundheitsamt verortet sind, die arbeiten schon deutlich mehr. Das sind wirklich ungezählte Überstunden. Man muss schon ehrlich sagen, dass es eine ganze Menge Arbeit ist. 14 bis 15 Stunden kommt am Tag schon mal zusammen. Letzte Frage. Spannung. Träumt ihr nachts schon vom Coronavirus? Ehrlich gesagt, manchmal ja. Auf jeden Fall. Tatsächlich habe ich neulich mal geträumt, dass mein Hund Corona infiziert wäre. Nicht nur ich, sondern auch ganz viele meiner Kolleginnen und Kolleginnen wachen meistens so gegen 3 Uhr morgens auf und dann fängt man an nachzudenken und ist nur noch beim Coronavirus. Einfach nur, weil es zu viel war. Ja, man arbeitet fast durch. In der Tat wache ich morgens auf und denke, du hast schon wieder von Coronavirus geträumt. Aber es sind kurze Träume. Ach Leute, ich bin's mal wieder. Ja, ich weiß. Ich bin Fritz Schäfer. Ich moderiere den Dummgefragt-Podcast. Darin unterhalte ich mich immer noch ein bisschen länger mit den Leuten aus diesen Videos. Und ich habe auch länger mit den Leuten vom Gesundheitsdienst gesprochen. Das könnt ihr hören in eurer liebsten Podcast-App oder auf 1live.de. Klickt ihr einfach hier drauf. Mittlerweile kennt ihr das Spiel ja. Viel Spaß.